schöne Zeit, der ich immer entgegenfiebre. Und wie jedes Jahr hat sich Gera wieder hübsch gemacht, sich weihnachtlich und märchenhaft verkleidet. Warum auch nicht? Gibt es doch wieder vieles, auf das die Gerschen auch in diesem Jahr stolz sein können. Gera ist Hochschulstadt geworden. Das ist doch was, oder? Wir haben zwei Hochschulen. Und jeder, der in unsere Stadt kommt, erfährt es gleich am Ausgang. Zeit für einander und jede Menge Zeit.